Mir fällt es heute sehr, sehr schwer, auch mit den emotionalen Momenten, die die Zuschauer dann auch mit ins Spiel gebracht haben, selbst nach dem 4-0, hier diesen Stolz der Eintracht zu zeigen. Eine andere Situation ist schon, dass ich heute schwer ins Grübeln gekommen bin und da auch noch sehr, sehr stark drin bin, weil viele Emotionen dann natürlich auch dabei sind, wenn du 2008 einen Verein übernimmst, der fast am Boden war, jetzt in der ersten Liga bist und da versucht, Lösungen zu finden, auch als Trainer. Und ich glaube, ich habe mich damals in dieser ganz, ganz schwierigen Situation als Trainer ja auch gestellt. Jetzt auch keiner, der davor weglaufen möchte, aber trotzdem komme ich auch ins Grübeln, weil momentan viele Dinge, die man vorbereitet, viele Dinge, die man versucht zu finden, Lösungen zu finden, ob das in der Aufstellung oder dann auch während des Spiels ist, momentan nicht fruchten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch normal, wenn ich ins Grübeln komme und wenn vielleicht auch Verantwortliche oder auch Fans ins Grübeln kommen, wenn man so viele Niederlagen jetzt am Stück hatte. Das ist ein Moment, der wirklich heute sehr, sehr schwer zu ertragen ist, eine Niederlage, die schwer zu ertragen ist, aber man muss es tun und muss weiter nach vorne schauen.